diese Nummer ist über die Jahre etwas verblasst. Ich bin gewachsen und die Nummer ist gewachsen. Aber sie ist sichtbar und ich habe damit immer weniger Probleme, dass ich angesprochen werde beim Arzt, bei Blutentnahme früher. Aber inzwischen muss ich sagen, die jungen Arzthelferinnen wissen das nicht. Fragt keiner mehr. Trotzdem, dass man oberkörperfrei hat, kriegt EKG, kriegt alles. Man liegt da und man sieht die Nummer. Inzwischen ist das, ich glaube, das ist Unkenntnis. Aber die Leute haben schon alles Mögliche gefragt. So ungefähr, was haben sie sich dahin geschmiert? Also man merkt, die wissen es nicht. Ich heiße Eva Umlauf. Ich bin 79 Jahre alt. Ich bin eine Zeitzeugin und Auschwitz-Überlebende. Ich bin Kinderärztin, Kindertherapeutin und Erwachsenentherapeutin in München, wo ich seit über 50 Jahren lebe. Naja, es war halt Krieg und ich bin geboren in einem von drei Arbeitslagern für Juden in der Slowakei, in Nováky. In Nováky, das war halt ein Arbeitslager, nicht Vernichtungslager. Es waren verschiedene Werkstätten dort. Meine Mutter hat in der Schneiderwerkstatt gearbeitet, mein Vater war Buchhalter. Man konnte dort überleben. Man hat kein Geld für die Arbeit gekriegt. Und ich muss sagen, das Schlimmste an Nováky war, dass die Züge von dort nach Auschwitz gegangen sind, in einer Regelmäßigkeit. Und unter gewissen Umständen konnten auch die Kinder geboren werden. Es wurden 5 Kinder in Nováky geboren und ich war die erste Geburt. Wir kamen am 3. November 1944 nach Auschwitz mit dem letzten Transport aus der slowakischen Stadt, hieß das damals. Und das war der erste Transport, der nicht ins Gas kam, weil die Rote Armee schon sehr nah war. Es wurde in Auschwitz schon gehört. Die Nazis bekamen Panik und haben versucht, die Spuren verwischen und es war die Lok kaputt. Also wir haben uns verspätet. Wir sind wegen dem verspäteten Zug nicht ins Gas gekommen, weil die Gaskammer schon gesprengt waren. Noch am 31. Oktober kamen 1200 Häftlinge, Frauen, Kinder, Männer, Alte ins Gas. Aus Theresienstadt. Das waren 3 Tage, die über Leben und Tod entschieden haben. Wir hätten auch ohne mit der Wimpern zu zucken direkt in die Gaskammer gegangen. Und so kamen wir. Wir wurden noch normal registriert, was im Falle Auschwitz bedeutet, auch tätowiert. Ich hatte als 23 Monate altes Kind eine Auschwitznummer am Unterarm eintätowiert bekommen. Meine Mutter auch und mein Vater. Und das war auch der letzte Moment, wo wir uns an der Rampe gesehen haben. Dann kam mein Vater nach rechts und ich kam in die Kinderbaracke zu den kranken Kindern, wobei ich noch gesund war und meine Mutter kam im 4. Monat schwanger zu den Frauen. Und eine schwangere Frau und ein kleines Kind sind eigentlich für die Nazis total unnütz gewesen. Die konnten nicht arbeiten, es war schon sowieso halbe Chaos. Und dann wurden wir tätowiert und wir sind geblieben in Auschwitz und wurden sehr, sehr krank,
bis zum 27. Januar 1945. Meine Mutter hat sehr wenig erzählt. Meine Mutter gehörte zu der ersten Generation, die, wie sehr viele, wenig erzählt haben. Und wir haben auch nicht gefragt, weil wir Angst vor den Fragen hatten, weil wir wussten, das hat sie uns natürlich gesagt, dass sie noch drei Geschwister hatte. Und wir wussten, dass wir Juden sind und wir wussten, dass wir keine Oma haben und keine Cousinen. Das haben wir bis jetzt nicht. Aber wir haben es gefühlt und gespürt, dass wir nicht fragen dürfen, weil sie traurig wird, weil sie weint. Und weil wir das nicht wollten. Wir wollten nicht eine traurige Mutter haben. Wir wollten, und sie wollte auch dann irgendwie leben. Sie musste tatsächlich sich kümmern, dass wir ein Dach über den Kopf haben, dass man nach dem Krieg irgendwelche Lebensmittel bekommt. Aber wir waren so drei Mädelhaus, wo ich mich dann bewusst erinnere, wo wir durch die Straße gegangen sind, in die Stadt, dann sind die Leute stehen geblieben und haben gesagt, sie leben noch. Und die Kinder, also das ist ein Wunder. Und dieses Gefühl, Wunder zu sein, ist mir irgendwie geblieben. Ich habe natürlich viel später verstanden, was sie damit meinen. Aber das war dann etwas, wir wurden mit Bonbons, die auch selten waren, beschenkt. Wir waren getätschelt an den Kopf. Ich bin sehr gerne in die Stadt gegangen, weil da habe ich immer was gekriegt, wenn wir jemanden getroffen haben. Ja? Also dieses Wunder zu sein, haben wir dann später verstanden. Dann geht mir durch den Kopf, was meine Mutter mir mal gesagt hat, du warst ein Zeichen des Lebens in Zeiten des Todes. Und das sehe ich so, dass wir auch überlebt haben und ich in diesem Lager diesen schlechten Anfang hatte. Wer jemand schon als Jude in einen Arbeitslager auf die Welt kommt und dann wurde es noch schlimmer und trotzdem das Leben meistert. Und da bin ich manchmal auch ganz schön stolz auf mich. Ich bin nach Deutschland gekommen, nach einer Zeit, wo ich zuerst die braune Diktatur erlebt habe, dann die rote Diktatur erlebt habe und dann kam ich ins Land der Täter. Und das war 1967. Das war eine sehr schwere Zeit für mich hier in Deutschland. Nicht nur wegen der Nazi-Vergangenheit von Deutschland, überhaupt. Aus der Slowakei, ohne die Sprache zu kennen. Die Frauen waren in dieser Zeit, die einen Beruf hatten, nach dem Studium nicht gerne im Beruf gesehen. Es war total eine andere Welt. Und das war auch eine Zeit, wo ich mich verändert habe. Wir hatten am Anfang eigentlich Kontakte nur mit Juden. Hauptsache polnischen Juden, die dann auch heimatlos waren nach dem Krieg. Die Polen wollten die nicht, die wussten nicht wohin. In Deutschland wollte man nicht bleiben. Wohin gehen wir? Nach Amerika, nach Israel. Also hat man alles diskutiert und das war unsere Gesellschaft hier. Aber es war eine Zeit auch, wo ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich ein freies jüdisches Leben leben konnte. Man konnte in die Synagoge gehen, man könnte Feiertage feiern. Es war eine Zeit, wie paradox das auch klingt, dass man als Jüdin von Osteuropa das freie jüdische Leben in Deutschland leben kann. Jetzt kann man das sowieso, unsere Gemeinde ist natürlich gewachsen und hat sich wahnsinnig positiv verändert. Trotzdem haben wir und brauchen wir die Polizeiautos dastehen. Ja? Vor keiner einzigen Kirche
habe ich in Deutschland gesehen, dass ein Polizeiauto steht. Aber es ist nötig, wir haben hier Schule, wir haben einen Kindergarten, wir haben hier unsere Kinder. Meine Mutter war in der jüdischen Schule Lehrerin mehrere Jahrzehnte. Also es ist absolut wichtig, dass die Polizei vorhanden ist. Leider. Für mich ist ganz wichtig, an den Feiertagen in die Synagoge zu gehen, wo man Jiskor spricht. Ich halte nicht Koscher, ich halte nicht Schabbat. Ich trage mein Judentum im Herzen. Ich finde, dass es wichtig ist. Und ich habe das schon von meiner Mutter, wo sie von ihrem Vater einmal selten gesprochen hat, hat sie gesagt, dein Opa Emanuel Eisler hat gesagt, was in den Mund kommt, ist immer koscher. Aber was aus dem Mund kommt, das soll auch koscher sein. Man soll aufpassen, was man sagt. Und das ist etwas, was mir in die Wiege gelegt worden ist. Also schon im Hause meiner Mutter war nicht koscher. Es ist für mich ganz wichtig, diese Gemeinde, diese Synagoge, aber eher an der kulturellen Schiene. Mich interessiert das Orchester, mich interessieren die Lesungen, wo ich fast immer bin, durch Corona natürlich unterbrochen. Also das ist mir mehr wichtig als das Gebet. Als das Gebet selber, weil ich diese Worte irgendwie zu dem Gott nicht so fromm nachvollziehen kann. Ich bin absolut sicher, dass es etwas Höheres gibt. Aber das ist irgendwo in mir drin, zu dem ich auch bete. Das ist nicht dieses Synagogengebet und trotzdem gehe ich an die Feiertage und denke ich mir, es gibt Rahmen für mein Judentum und der ist mir sehr wichtig.